Hallo liebe Zuschauer und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Micha und dies ist mein erstes Video bezüglich unseres Versagens auf voller Linie im Kampf gegen die Klimakrise. Ich halte den Teaser kurz, viel Spaß beim Zusehen. Wir müssen die Ursache beseitigen. Das ist nun mal das unkontrollierte Verbrennen von fossilen Rohstoffen. Das müssen wir beenden. Punkt aus Amen. Ende der Geschichte. Es gibt keine andere Möglichkeit. Denn wenn der Mensch irgendwas an der Natur ändern wollte, dann war das bisher immer scheiße. Es hat sich dann immer nach ein paar Jahren ins Gegenteil verkehrt, indem wir einfach dann die Natur großflächig zerstört haben. Im Endeffekt. Man will ja lieber abschalten, anstatt eine Lösung zu finden, die vermeintlich dem Planeten helfen kann. Vermeintlich. Jetzt hat er es selber gesagt, hat er sich ein freudscher Versprecher erlaubt, die vermeintlich den Planeten retten würde. Könnte. Die zweite Lösung, ganz einfach, ich brauche noch drei Slides. Da bitte ich jetzt wirklich drum, dass ich das zu Ende bringen kann. Tu es nicht. Kernkraftwerke, wir haben 6 Kernkraftwerke. Da sehen Sie sie. Hatten. Die produzieren 64 Terawattstunden. Wenn Sie diese 64 Terawattstunden durch Windenergieanlagen ersetzen, brauchen Sie 15.000 Anlagen. Das Schlimme ist aber, die werden Sie ja nicht in einem Jahr bauen. Wir haben heute ein Zubautempo von 2.000 Megawatt. Selbst wenn Sie das verdoppeln auf 5.000, brauchen Sie 8 Jahre, um diese Kernkraftwerke nur rein rechnerisch zu ersetzen. Das heißt, was da jetzt passiert, ist für die nächsten 8 Jahre, es wird keinen zusätzlichen Strom durch irgendeine Wind- oder sonstige Sonnenenergieanlage geben, für irgendein E-Auto zusätzlich, für irgendeine Wärmepumpe, weil sie alleine nur dafür da sind, CO2-freien Strom, den wir bereits haben, der bezahlt worden ist, zu ersetzen. Das ist der Unfug, der jetzt augenblicklich passiert. Und es ist eine Schande, dass im Deutschen Bundestag gestern dieser Antrag abgelehnt worden ist und man einfach sagt, wir machen weiter so und wir werden Deutschland dadurch retten, dass wir ganz Deutschland zumauern mit Windkraftanlagen, die möglicherweise in 8 Jahren stehen. So. Und wer jetzt sagt, Kernenergie wäre schon bezahlt, ist auch ein Lügner. Denn die Entsorgung von den Dingen, die Entsorgung nicht nur des Mülls, nicht nur der abgebrannten Brennstäbe, sondern auch die Entsorgung der Kernkraftwerke selber, ist wieder ein riesiger Aufwand, der Kosten verursacht endlos. Das Bewachen des Mülls, er muss bewacht werden, dass sich da niemand dran zu schaffen macht, kostet 100.000 Jahre lang unendliche Summen. Außerdem, wo tun wir den Müll hin? Ja, man kann schon sagen, wir buddeln das irgendwo in Finnland in den Boden ein. Aber das ist keine Endlösung. Das ist nur ein Abschieben der Probleme auf zukünftige Generationen. Weil wir wissen gar nicht, was da passiert. Wir haben keine Glaskugel oder sowas, mit der wir in die Zukunft sehen können und dann sagen können, ja, das ist wirklich sicher da unten. Diese Garantie gibt es nicht. Und solange wir so ein Zeug produzieren, Abfälle, abgebrannte Brennstäbe und alles Mögliche, solange werden sich die Kosten auch immer weiter summieren und unendlich hoch werden. Kernkraft ist eine der teuersten, wenn nicht die teuerste Energieform, die wir uns geleistet haben in der Vergangenheit. Ist einfach so. Und diese Zahlen, die der da aufzählt, wage ich auch zu bezweifeln. Ich kann sie jetzt natürlich nicht so schnell im Kopf überprüfen, im Kopf schon gleich gar nicht, aber ich wage das zu bezweifeln. Natürlich wissen wir, dass die bestehende Kernkrafttechnologie nicht die Zukunft hat. Aber es gibt noch... Hui, jetzt sagt es selber. Also lassen wir den Quatsch doch gleich sein, anstatt mit Zwang irgendwas am Leben zu erhalten, nur weil es unserer Ideologie entspricht. Neue Technologien. Es gibt Technologien, die in der Lage sind, aus abgebrannten Brennelementen Strom zu erzeugen. Ja, diese Technologien gibt es durchaus. Es gibt solche Reaktoren hier in Rumänien zum Beispiel. Der Reaktor in Cernavoda ist genauso ein Reaktor, der abgebrannte Brennstäbe anderer Atomkraftwerke noch verstromen kann. Aber das ist nicht das Problem. Denn die Abfälle eines Atomkraftwerks sind ja nicht nur abgebrannte Brennstäbe. Das sind auch irgendwelche Konstruktionsteile, die mit dem Reaktor in Verbindung waren und die Radioaktivität aufgenommen haben. Das sind irgendwelche Hilfsstoffe,
die man braucht. Das Wasser, das da rumfließt, die Ventile, alles. Der ganze wirkliche Müll, nicht nur die Brennstäbe, das ist das Problem. Und den Schrott, Müll, abgebaute Kernkraftwerke, der Beton, das ist alles strahlendes Material, das entsorgt werden muss. Und das können wir nicht in so einen Reaktor stopfen. Darin gehen nur abgebrannte Brennstäbe und die machen eigentlich einen relativ kleinen Teil aus des Atommülls, der jährlich anfällt. Die unser Entsorgungsproblem lösen würden. Glaubt denn einer, dass eine Endlagerung in Deutschland doch möglich ist? Da wird kein Entsorgungsproblem gelöst. Das ist doch völliger Blödsinn. Ein Dorf wird doch nie gefunden werden. Wir müssen es aufarbeiten und das können wir. Nein, das können wir nicht, weil ganz viel von dem Zeug einfach Müll und Schrott ist. Wie gesagt, nicht abgebrannte Brennstäbe. Die sind das kleinere Problem. Diese Entwicklung ist eine deutsche Entwicklung, aber sie hat keine Chance in Deutschland. Sie ist auch nach Kanada abgewandert, nach Vancouver. Und es ist nicht die einzige, die sich damit beschäftigt. Andere sind aufgewacht, die Polen beschäftigen sich damit, die Amerikaner beschäftigen sich damit, die Kanadier, nur Deutschland. Diese Reaktoren haben halt auch den Vorteil, dass man da kein waffenfähiges Plutonium drin erbrüten kann. Das geht in diesen Reaktoren nicht. Und die Dual-Fluid-Reaktoren, die dann mit Flüssigsalz funktionieren, die sind sowieso extrem gefährlich, weil das Salz da drin auch extrem korrosiv ist und einfach alle Bauteile extrem anfrisst. Hat ein Forschungsverbot für Kernenergie seit 2011, seit diesem verheerenden Beschluss der Bundesregierung auf Vorschlag der Kommission, der Kernenergiekommission, geleitet von Herrn Töpfer, die damals gesagt hat, wir brauchen die Kernenergie nicht. Das war ein sehr vernünftiger Entschluss, wenn sie jetzt nicht auch den Ausbau der EES blockiert hätten. Altmaier und so. Ihr wisst schon, dann hätte das auch wunderbar funktioniert, aber da Altmaier das Ganze blockiert hat und auch geschafft hat, die deutsche Solarindustrie vollkommen in den Boden zu stampfen und nach China zu verlagern, haben wir jetzt nichts mehr. Das ist das Problem, nicht das Abschalten der Reaktoren. Lass uns mal auslaufen. Und jetzt stehen wir da und wissen nicht, wie wir am Ende das besorgen können. Natürlich haben wir auch eine Fusionszukunft. Das wird uns noch beschäftigen müssen. Das ist eine intelligente Technologie, die ist noch nicht da, aber die ist im Werden. Also ich fasse zusammen. Die ist noch im Werden, ja. Und selbst wenn wir heute den Super-Duper-Durchbruch hätten, vor ein paar Wochen war ja in den Medien, dass ein ganz toller Durchbruch erreicht worden ist mit der Kernfusion. Selbst wenn wir den heute hätten, dann würde es noch mindestens 50 Jahre dauern, bis erfolgreich kommerzielle Reaktoren ans Netz gehen würden. Eher 60, 70, 80 Jahre. Diese Zeit haben wir leider nicht. Wir müssen jetzt, da wir die Zeit verpasst und verschlafen haben durch die Energieerzeuger, die alles blockiert haben und der von den Energieerzeugern gekauften Politik, die alles blockiert hat, sind wir jetzt darauf angewiesen, mit den Sachen, die wir haben, dieses Problem zu lösen. Und das ist nun mal EE, Solar, Wind, Gezeiten, Wasser etc., Erdwärme und solche Sachen. Mit dem müssen wir jetzt arbeiten. Und wenn dann Fusionsreaktoren Wirklichkeit werden in 60, 70, 80 Jahren und wir die ganzen Windmühlen und Solarzellen abbauen können, ist es doch gut. Aber dann haben wir uns die Zeit wenigstens dadurch verschafft, dass wir jetzt mit dem, was wir jetzt haben, unsere Energie herstellen. Und nicht jetzt weitermachen wie gehabt, uns vollkommen noch vergiften und unser Klima. Und in 80 Jahren brauchen wir dann auch keine Fusionsreaktoren mehr, weil dann alles in Schutt und Asche liegt. Nein, jetzt mit dem, was wir jetzt haben, arbeiten, wenn wir das in 80 Jahren wieder abbauen, tolle Sache. Wir müssen den CO2-Ausstoß reduzieren. Möglichst. Hoi, warum müssen wir das jetzt reduzieren? Du hast doch vorher selber gesagt, es ist alles kein Problem. Die Ozeane nehmen auf und die Wälder und die Pflanzen nehmen auf. Ist überhaupt kein Thema. Und jetzt sagt er wieder, wir müssen reduzieren. Auf die Hälfte. Bis 2050, wenn es geht. Es wird aber mit Solarenergie und. Da gibt es keine Diskussion, ob es geht oder nicht. Es muss.
gangbar gemacht werden. Weißt du, die Natur macht die Regeln, nicht wir. Wind nicht funktioniert. Und es ist uns allen nicht gedient, wenn wir die Produktion aus Deutschland verlagern, um zu glauben, dass wir dann CO2-ärmer sind. Nein, die werden woanders. Und noch weniger ist uns damit gedient, ewig rumzudiskutieren und irgendwelche blöden Flowcharts so lange in der Gegend rumzudrehen, bis jeder glaubt, dass die stimmen. Nein, jetzt mit dem, was wir jetzt haben, arbeiten. Anders aufwachsen und sehr viel mehr emittieren. Das nennt zwar man Carbon Leakage. Und selbst der IPCC empfiehlt in seinem letzten Bericht, hier habe ich es zitiert, Teil 3, Seite 569, we require more intensive use of technologies such as renewable, ja, finde ich auch gut, nuclear and CCS. Why don't we follow the science? Why don't we follow the science? Weil es keinen Sinn macht, CCS. Es ist mit Pauken und Trompeten gescheitert. Ich sage Ihnen, was passieren wird. Und das ist dann am Ende schon wieder eine Hoffnung. Ich glaube nicht, dass dieser Kurs nachhaltig ist. Und mit Kernenergie, das ist nur eine Verzweiflungstat. Weil die zwar im ersten Moment CO2-frei ist, klar. Ja, bis auf das Bauen der Anlagen mit dem Beton, der keine CO2-Senke ist. Das ist nur eine Notlösung. Aber wir wissen nicht, wohin mit dem ganzen Atommüll, der dadurch anfällt. Das ist Quatsch. Das ist auch wieder nur ein Verlagern der Probleme in die Zukunft. Genauso wie unsere Vorfahren uns jetzt diese Probleme aufgehalst haben mit dem CO2. Die Bürger werden sich nicht gefallen lassen, dass sie das Doppelte, das Dreifache an Strom zu produzieren, dass ihre Arbeitsplätze wegfallen. Die Arbeitsplätze müssen nicht wegfallen, wenn wir wieder lokal produzieren, was auch CO2 einspart. Dass sie am Ende einen wirtschaftlichen Wohlstandsverlust erleiden. Ah, mit dem alten Wohlstand. Unser Wohlstand ist das Leid der dritten Welt. Unter der nächsten Regierung, dem sie nicht tatenlos zusehen werden. Das wird passieren. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Tschüss. Da ist er aber außer sich. So, die ganzen Frage-Antwort-Dinge. Die sparen wir uns für dieses Mal. Es würde noch 10 Minuten gehen. Die behandeln wir ein anderes Mal, sofern was Interessantes dabei ist. Ich habe es selber noch nicht gehört. Aber ich muss schon sagen, hier wird offenkundig gelogen von den Referenten, die auch noch Chemiker sind und eigentlich sich mit dem ganzen Thema auskennen sollten. Und es werden irgendwelche Fantasietechniken angesprochen, die noch nicht existieren. Anstatt wir jetzt einfach den ganzen CO2-Ausstoß reduzieren, was dazu führen würde, dass wir weniger produzieren müssten. Wir müssten weniger produzieren, wenn wir das Ganze lokaler und nachhaltiger machen würden. Es wäre eine einfache Lösung, sie wäre direkt vor unseren Füßen, sie würde nichts kosten, nur dass wir einfach unseren überbordenden Konsum einschränken. Mensch will das nicht. Mensch ist faul und gierig. Der möchte lieber schuften bis zum Umfallen. Klappe. Der möchte lieber schuften bis zum Umfallen und kapiert es nicht, dass die Möglichkeit schon längst gegeben wäre, die Arbeit so weit zu reduzieren, dass man einfach das hat, was man zum Leben braucht, plus einen kleinen Luxus, warum nicht, aber nicht hier diesen ausschweifenden Lebensstil, den wir gerade praktizieren. Das ist völliger Quatsch. Das sind meine 7 Sinn dazu. Was sind eure Gedanken zu dem Thema? Gebt ihr dem alten Herrn recht? Wohl kaum, weil das Lügen, das kann man ihm wunderbar nachweisen. Aber was wären eure Lösungen zu diesem Problem? Dass wir CO2 reduzieren müssen? Sagen die sogar schon mittlerweile selber. Aber der Weg dahin ist es nicht, irgendwelche bereits getanen Probleme rückgängig zu machen, sondern diese Probleme erst gar nicht erzeugen, meiner Meinung nach. Aber bevor ich jetzt ewig im Kreis rede, werde ich das Video hier beenden. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt ihm einen Daumen nach unten. Abonniert den Kanal und aktiviert auch die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und wir sehen uns nächsten Freitag wieder beim Klimafreitag hier bei mir auf diesem Kanal. Tschüss, bis dahin, euer Micha.